Hi Leute, hier ist eure Sky-Dressa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda, Minish Cap. Im letzten Part waren wir hier im Palast des Windes und sind in eine ziemliche Bredouille geraten. Deswegen bin ich dann jetzt, nachdem ich hier war, habe ich abgespeichert, den Dungeon wieder kurz verlassen, mir drei neue Feen geholt, mich auch eigentlich voll geheilt, aber um wieder zu dieser Stelle hinzuspähen, habe ich wieder ein paar Schäden auf mich nehmen müssen. Deswegen sind wir jetzt wieder hier an der gleichen Stelle. Und wir wollen jetzt den Palast des Windes fortsetzen. Mal sehen, wie weit wir dieses Mal kommen. Im Übrigen, wir haben dann auch den Greifenmantel erhalten. Den brauchen wir jetzt auch für dieses Rätsel. Wir müssen hier nach vorne gehen. So, und wenn jetzt hier die vier vorbei sind, dann fliegen wir hier durch. Und eigentlich ist das Rätsel damit schon sehr simpel gelöst. So, wir haben jetzt dieses Rätsel hier. Wie mache ich das? Was muss ich bewegen? Wie komme ich hier durch? Ah ja, okay, der Stein ging zu bewegen. Der Stein geht zu bewegen, gut, dann hier rüber fliegen, darüber fliegen und hier sind Elektroschleime. Nein, 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 lass mich raus. Und, ah, oh fuck. Ach Gott. Okay, das Timing muss stimmen. Und, yay, wir haben das geschafft nach zweimal runterfliegen und... Ah, jetzt habe ich einen Weg zu beiden Seiten geöffnet. Das ist natürlich sehr gut. Sollte aber, glaube ich, nur ein Shortcut sein. So, was haben wir hier? Und diese Wolke da sieht ein bisschen komisch aus. So. Oh Gott. Diese Dinger, die mich so an Lucky Tour erinnern. Ja. Gut, dann saugen wir euch mal ein. Also dich, dann gehen wir hier weiter. So, da vorne geht's weiter. Da müssen wir fliegen. Oh Gott, da sind zwei von den Viechern. Krug nehmen. Warten, bis sie ihre Elektrizität da losgelassen haben. Und jetzt saugen. Ich wollte eigentlich sagen, den Krug benutzen. Aber ja, ihr wisst, was gemeint ist. So, ja. Oh, auch noch runtergefallen. Richtig scheiße. So, gut. Als nächstes brauche ich dann wieder den Greifenmantel. Oh mein Gott, ich habe ja schon wieder total wenig Herzen. Na gut, dann werde ich jetzt mal eine Fee nutzen. Wow, sehr früh. Hoffentlich muss ich vor dem Boss dann nicht auch nochmal wieder raus. Das wäre ein bisschen doof. Okay, hier haben wir jetzt Strecken und hier müssen wir hochspringen. Und was, jetzt müssen wir etwa darüber fliegen oder was? Ja. Okay, dann haben wir das Rätsel auch schon mal verstanden. Aber bevor ich da jetzt weitergehe, hier oben sind noch Viecher. Da brauche ich wohl den Bogen. Da ist ein Herzteil. Oh mein Gott, wie komme ich an das Herzteil? So. Und ja, ich wollte ihn unbedingt mit dem Bogen ärgern. Und, was haben wir hier? Ein Glücksfragment. Ah, das erinnert mich. Am Anfang des Dungeons ist ja noch eine Truhe. Hier ist zwar keine Klappe, aber ich will es mal versuchen. Mit der Klappe. Na, nicht vorhandene Klappe. So ein Mist, wie kommt man denn da ran? Kann ich da einfach so ranfliegen? Nee, kann ich nicht. Oh, das ist aber ärgerlich. Vielleicht so? Okay, wegen dem Herzteil werde ich noch mal gucken. Das muss einen Weg geben, dieses Herzteil zu bekommen. Ich weiß nur nicht welchen. Gut, und hier müssen wir uns wieder hoch katapultieren. Und zwar in eine neue Ebene. Interessant. Und verdammt. Oh, weg mit euch, weg mit euch. Klaut mir nicht immer meine Herzen. Ich habe nicht viele davon. Und... Oh mein Gott, was sind das denn für Dinger? Oh oh, oh oh, das ist jetzt gerade gar nicht... A-Knopf. B-Knopf, so. So, scheiße, ja... Okay, vielleicht ist der Lichtbogen keine gute Strategie.
Vielleicht sollte ich tatsächlich den Greifenmantel benutzen. Genau, so kann ich ja den Angriffen ausweichen, natürlich. Vielleicht sollte ich erstmal eine Fee benutzen? Ja, eine Fee benutzen ist immer gut. Gut. Vier Treffer, super. Und, man kriegt 50 Rubine für den. Das ist eine Menge. So. Und, ach, hier ist die Boss-Tür. Moment, muss ich etwa schon zum Boss? Und, nee, ich habe ja noch gar nicht den Master Key. Geht ja noch gar nicht. Und, so. Und nochmal. Und, ich kriege hier einen Schlüssel. Okay, das ist natürlich cool. Gut, dann hier öffnen. Und, da habe ich wieder so ein kleines Teilchen gefunden für meine... für das Auffüllen von Feen. Das ist natürlich sehr gut. Und zum Vollheilen. Dafür bist du mehr als nur geeignet. So, komm her. Resettest du dich denn auch, wenn ich den Raum verlasse? Yes! Wir haben was zum Heilen gefunden. Das ist super. Oh, endlich volle Herzen. So, jetzt muss ich nur noch gleich meine Flaschen auffüllen, meine zwei. Und mal ganz kurz schneiden. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Es tut mir leid, dass ich mal wieder kurzfristig angerufen wurde. Es war ein wenig dringender. Ich habe jetzt offscreen noch mal schnell dieses Elektrik-Dings da benutzt, um mir Feen zu besorgen. Und ich denke, dass ich so mich wieder schön heilen konnte. Und hier haben wir vier Schalter. Wir können uns aber nur dreimal vervielfältigen. Was macht man da? Ich glaube, da macht man was ganz Simples. Nein, wir schieben das Ding. Und zwar hierher. Warum? Weil ich lustig bin. Und an die anderen drei Stellen müssen wir uns dann vervielfältigen. Vervielfältigen, Entschuldigung. So, hingehen. Tür ist offen, abbrechen. Super. Gut, was haben wir hier hinter? Ein Herz. Toll, wir haben ein Herz bekommen. So, shit, da habe ich mich ein bisschen blöde positioniert. Wohin jetzt? Ach Gott, was mache ich denn jetzt da? Kann doch nicht wahr sein. Ich kann mich doch nicht so beschissen anstellen. Mein Gott. Na also, geht doch. Dann haben wir das jetzt auch mal geschafft und... Mist. Viecher. Viele Viecher. Nee. Gut, dann haben wir das schon mal. Wir haben ja auch noch Eismagier und diese Viecher. Das ist natürlich sehr toll. Und wir kriegen jetzt natürlich 20 Rubine, nachdem... Oh Mist, wir sind gefroren. Los, Link, raus da! So, links, rechts, links, rechts, links, rechts. So. Gut. Schon wieder gefroren. Los, raus da, raus da, raus da. So. Gut, das hätten wir jetzt auch geschafft. Das war ja sehr toll. Gut, hier brauchen wir den Greifenmantel. So, du bist dran. Und du auch. Gut. Haben wir beide erledigt. Das ist doch schön. So, hier haben wir einen Rubin, den wir eigentlich nicht brauchen. So, hier sind wir wieder. Und so kommen wir an die Truhe und... Aha, hier ist also ein kleiner Schlüssel. Gut, dann nehmen wir jetzt als nächstes den Boomerang. Dann können wir uns auch wieder herztechnisch auffüllen. Gut. Hier haben wir dann noch den Schlüssel. Da können wir dann öffnen. Und ist das etwa schon...
Oh mein Gott, das ist schon der große Schlüssel. Ah, das ist nicht gut. Oder ist das gut? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was machen wir denn jetzt? Soll ich jetzt echt schon zum Boss gehen? Ich meine... ich weiß nicht so recht. Ich will jetzt aber auch nicht abbrechen. Ich will jetzt auch nicht schon wieder schneiden. Weil ich will ja noch diese eine letzte Truhe holen. Ach, wisst ihr was? Ich gehe schon mal Richtung Boss. Ja, doch. Doch, dann haben wir auch einen schönen Abschluss für diesen Part. Nämlich den Bosskampf. Dann kommt hier nochmal richtig schön Action rein und... ich wiederhole mich möglicherweise, aber ich leide ein kleines bisschen unter Höhenangst. Andererseits, da unten... Link, genau vor deiner Nase. Wagen wir es denn noch? Achso, wir müssen runterspringen. Holy shit, wir müssen runterspringen. Ja, wir müssen runterspringen. Ich habe gedacht, dass ich mit dem Greifenmantel was machen muss und... Okay, was ist hier? Und... Oh mein Gott. Nicht gut, nicht gut. Okay, ich brauche dafür den Greifenmantel. Ich dachte, dass ich mit dem Bogen vielleicht ein bisschen Fernkampf drin habe. Ist das der Boss? Das kann überhaupt nicht der Boss sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Boss ist. Ah, Mist. Ah, nicht so viel Ich glaube, dass der Greifenmantel auch keine gute Idee ist. Was kann ich da machen? Vielleicht doch mit dem Schild agieren, nicht mit Bomben. Bomben sind hier, glaube ich, sehr scheiße. Ach du Scheiße, der kann ja auch Spezialattacken. So, wir haben noch einen Treffer gemacht. So, dann werde ich jetzt mal eine Fee einsetzen. Gut, noch ein Treffer. Gut. Ah, verdammt. Gut. Moment. Das war nicht der Boss. Okay, wir haben noch eine Muschel bekommen und... Ist das jetzt ein Teleporter zurück zum Anfang? Ja, gut. Ah, dann kann ich ja jetzt noch die Truhe holen. Die eine, die mir fehlt. Dafür brauchen wir den Greifenmantel. Die ist ja gleich hier um die Ecke. Oder so gut wie um die Ecke. So, dann brauche ich jetzt nochmal den Bogen. Ach, was mache ich denn da? So. Ah. Stirb. Du auch. Ja, dafür hätte ich jetzt wirklich keinen Pfeil brauchen müssen, aber hey. Was soll's? Gut, jetzt haben wir noch ein paar Pfeile dazu bekommen. Na gut. So, ich lade jetzt sogar mal den Lichtbogen auf. Einfach so. Gut. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber und erledige euch mal. So, der hat sich selber umgebracht. Jetzt müssen wir uns nochmal vervielfältigen. Gut, das haben wir ja alles schon mal gemacht. Ich muss es jetzt nur nochmal machen, um tatsächlich weiterzukommen. Weil ich halt noch die Truhe vom Anfang holen will. So, hierher, dann dorthin stellen, dann dahin stellen, dann...
Ah, Mist. Dann nach hier. Gut. Hierher, dorthin oder auch nicht, dahin. Oh Mist, zweimal getroffen. Sehr toll. So, wir sind fast da. Gut. Jetzt brauchen wir den Greifenmantel. Allerdings frage ich mich noch, was ich mit dem Herzteil machen soll. Wenn da jemand von euch einen Hinweis hat, was ich zu tun habe, wäre das im Übrigen sehr freundlich. Falls ich es nicht mehr schaffe, was ich nicht glaube. Ja, gut, dann haben wir jetzt auch noch ein Glücksfragment bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Gut, ich würde dann tatsächlich sogar sagen, dass ich dann hier auch den Part beenden würde. Mich dann aufheilen würde, nochmal alle Feen aufstocken würde. Ich meine, jetzt haben wir einen Teleporter, um den Dungeon zu verlassen. Das ist also in Ordnung. Oh, Ding erscheine. Los. Und mit Ding meine ich das hier, Plattform. So. Ah, was mache ich denn da? Uff. Ja, das war ziemlich blöd. Och, jetzt nicht im Ernst. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder und ich entschuldige mich herzlich für diese Zwischenfälle in diesem Part. Ich habe jetzt auch die Faxen dicke gehabt, die Konsequenzen daraus gezogen und beide Telefone auf lautlos gestellt, weil ich keine Lust mehr habe, ständig angerufen zu werden. Momentan, am heutigen Tage, habe ich eine ziemliche Anrufplage hier zu Hause. Und ich bin so gut wie am Durchdrehen und ich habe eigentlich gehofft, nachdem jetzt meine halbe Stunde Ruhe war, dass ich mal aufnehmen kann in Ruhe. Aber nein, natürlich nicht. Und bevor ihr fragt, Anrufplage, naja, seit 6:30 in der Früh ruft so zwischen alle Viertel und alle halbe Stunde eine Person an, deren Sprache ich nicht verstehe. Und sie ruft ständig diese Nummer an. Und das ist sehr interessant, wenn man sich nicht mit dieser Person unterhalten kann und die einen die ganze Zeit übers Telefon anschreit. Ich verstehe das nicht so wirklich. Und dazu kommen dann noch die halbstündigen Anrufe meines Vaters, um mich zu nerven. Ja. Ich habe jetzt die Konsequenz daraus gezogen. Ich habe jetzt das Telefon auf lautlos gestellt. Und ich gehe jetzt auch erstmal eine Stunde lang nicht ans Telefon. Egal, wer mich anruft. Ich gehe nicht ran. So, ich werde jetzt hier den Part beenden. Ich werde nochmal rausgehen, mich komplett heilen, nochmal alles überprüfen. Und im nächsten Part würde ich dann sagen, machen wir den Bosskampf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute, und bye bye.